Ja, wir stehen jetzt hier am Aquapark. Es ist 7 Uhr. Heute Abend um 19 Uhr, also heute jetzt in 12 Stunden, startet der zweite Viaktiv-Firmenlauf. Und wir haben hier eine kleine Stufe und das direkt nach dem Start. Und da haben wir überlegt, was wir hier tun können, ob wir da irgendwie eine Holzrampe bauen, und haben uns dann aber entschieden, mit den Spezialisten von der OGM zu sprechen. Und die werden uns helfen, dieses Problem zu lösen, weil uns ist natürlich wichtig, dass die Läufer hier sicher die ersten Meter auch bewältigen und nicht gleich ins Straucheln geraten. Und jetzt werden wir mit den Herren mal schauen, was wir tun können. Wir sagen nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an die OGM. Unser Retter in der Not, und danke an die OGM und an Hartmut Schmidt, den Geschäftsführer, der das möglich gemacht hat. Wie sind denn die Aufbauarbeiten gelaufen? Ja, sehr gut. Ich muss sagen, es waren sehr viele professionelle Partner dabei. Es hat natürlich dementsprechend lange gedauert und wir mussten ja ein bisschen auf unsere Freibadwiese achten. Deswegen wurde relativ viel Material getragen, aber ist alles gut gegangen. Wir sehen hier vorne, die Leute können das jetzt nicht sehen, aber da wird das Zelt für Running for Charity aufgebaut. Ja, also die Running for Charity hat da ein ganz tolles Projekt beim Alsbachtal mit Menschen mit Behinderung. Das wollen wir gerne aktiv unterstützen und deswegen gibt es einfach von jedem Getränk 50 Cent Spende, und da alle 3000, über 3000 sehr durstig sein werden, wird da sicherlich ganz gut was bei rumkommen. Wir stehen hier auf einer kleinen Anhöhe und hinter uns ist das zumindest ein großer Teil des Geländes des heutigen Firmenlaufs. Und neben mir steht Norbert Lamm, Geschäftsführer der Contact GmbH und Veranstalter heute. Wir haben ein wunderschönes Gelände. Wir waren im letzten Jahr noch im Stadion Niederrhein und das war auch schön. Aber wir hatten das Problem mit diesem Nadelöhr im Marathontor. Und hier haben wir perfekte Bedingungen vorgefunden. Wir sind in diesem Jahr sage und schreibe 3200 Läufer. Im letzten Jahr waren es 2200 Läufer, also satte 1000 Läufer mehr. Und wir sind optimistisch, dass wir das im nächsten Jahr nochmal toppen können.